Ja, moin, da bin ich wieder. So, es sind jetzt 2 Tage vergangen. Ist auch wieder ein bisschen wärmer geworden. Also so warm ist es noch nicht, aber man kann wieder am Pullover arbeiten. Ja, ich bereite heute alles vor für den Kabelbaum und ja, die letzten Arbeiten am Armaturenbrett. Kann ich gleich auch noch mal eben zeigen. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ja, man kann schon sehen, ein Sicherungskasten habe ich schon ausgeschnitten, den anderen muss ich noch. Ja, dann bis gleich. So, ich schweiße noch eben das letzte Loch zu für einen Warnblinker. Ich bohre das dann irgendwann später nochmal auf, wenn ich genau weiß, wo der hinkommt. Ja, Schweißhelm habe ich schon auf. Ja. Das gute Ding von 3M. Ich hätte am Anfang auch mal angefangen mit irgendwelchen billigen Schweißhelmen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Vor allem, wenn man dann irgendwann mit Wickschweißen anfängt. Also man braucht da wirklich was für ein paar hundert Euro auf dem Kopf. Und ich nehme jetzt auch zum Mixschweißen. Ich habe mir damals immer gesagt, ja okay, jetzt hast du den Helm für 400 Euro gekauft. Nimmst nur für Wegschweißen, für saubere Arbeiten. Aber wenn du das Ding einmal aufhattest, dann willst du keinen anderen Helm mehr aufhaben. Man weiß, man hat das Ding rumliegen, also man setzt ihn immer auf. Ja, also es war auf jeden Fall eine super Investition. Ich würde mir heute nicht nochmal kaufen. Ich würde mir wahrscheinlich einen von Optrell kaufen. Ich habe mir kann man es so sehen? Ja, von 3M, ein Speedlars. Also der ist schon super. Ja, wie gesagt, ich würde mir wahrscheinlich den Optrell Vega View heutzutage holen. Der hält ein bisschen weiter auf, was der natürlich nicht hat, was der hier hat. Kann man es so sehen? Oder ja, von den Seiten. Der hat an den Seiten noch Scheiben. Ja, genau, so sieht man das ganz gut. Der hat an den Seiten noch Scheiben, auf beiden Seiten. Wenn man den ganzen Tag am Rohrleitungsschweißen ist zum Beispiel, dann sieht man, wenn irgendwelche Leute links und rechts neben einem stehen, also man wird da nicht so erschreckt, oder was heißt erschreckt, also man sieht einfach die Umgebung im Ganzen besser. Okay, das ist ein bisschen bescheuert, wenn ich hier mit den Armen so mache, dann wackele ich mit der Kamera, das soll ich mir auch mal abgewöhnen. Ja, ich schweiß das Ding noch eben zu, ich habe leider kein Kamerastativ, also ich schneide das dann komplett zusammen, also ihr seht erst, wenn es wieder fertig ist. Ist sowieso nicht viel, ist nur ein Loch. Ja, ich habe die Anzeigen jetzt erstmal wieder alle ausgebaut zum Schweißen. Muss dann ja auch noch einmal gespachtelt werden und lackiert werden. Das Loch, das mache ich gleich zu. Das setze ich ein bisschen tiefer, also so hoch wie möglich noch wieder. Irgendwo hier hinter sitzt das Gestänge von der Zapfwellenkupplung. Ja, aber ich glaube nicht, dass das kollidiert. Also es sitzt relativ weit am Lenkgestänge, irgendwo da. Es wird hier unten irgendwo sitzen. Ja, muss jeder mal schauen. Also ich mache es jetzt erstmal zu und wenn der nicht passt, dann setze ich den ganz woanders hin. Müssen wir mal gucken. Also da ist eigentlich gut Platz hinter. Zur Not muss ich es dann ganz anders machen mit einem extra Schalter und dem Relais quasi hinten hinter. Ja, das werde ich dann sehen. So, ich mache das Loch erstmal zu. Für jeden, der vielleicht selber mal irgendwie was zuschweißen will und da nur Löcher reinbrennt. Wie ich das ganz gerne mache, ich schweiße einmal kurz rundum zu, um den Rand einmal aufzudecken quasi. Ach komm, Kamera. So, jetzt aber. So, um den Rand erstmal aufzudecken, dann brennt man sich da kein größeres Loch rein. Ja, ist mir früher auch öfters mal passiert, als ich dann noch gar keine Ahnung hatte. Also wenn jetzt irgendjemand vorhat, das nochmal nachzumachen, das kleine Loch mache ich jetzt eben mit einem MIG-Gerät zu. Ja, die anderen Löcher habe ich mit Wick zugeschweißt, beziehungsweise ein Arbeitskollege, mit dem ich auch immer zusammen auf der Arbeit schweiße. Der hat mir noch eben kurz geholfen. Ja, das Loch ist zu, geschliffen habe ich es auch. Wenn ihr sowas schleift, immer darauf achten, immer im Wechsel quer und längs schleifen. Dann haut ihr da keine Lunken rein. Ja, die Seite ist auch zu. So, dann spachteln wir das Ganze als nächstes. Ich muss auch noch eben kurz Farbe holen. Fahre nochmal kurz zum Landmaschinenschlosser. Ja, ich denke mal, da nehme ich euch eben mit. Dann fahren wir eben los. Ich habe zum Glück Automatik. Da muss man nicht schalten, habe ich eine Hand frei. Ist eh nur eine Ortsfahrt. Also für alle Kaninchenstreichler, die gerade wieder denken, kannst du nicht machen. Doch, das kann ich. So, auch nochmal eben einfach mal zwischendurch. Viele von euch denken sich wahrscheinlich, dass ich Schlosser bin oder so. Ich bin tatsächlich kein Schlosser. Ich bin Elektriker. Und auch alle, die sich gewundert haben, dass 3 Jahre kein neues Video von mir kam.
Ich hatte meine Meisterschule gemacht. Abendschule, mach das auf keinen Fall. Ich kann es nicht weiterempfehlen. Abendschule ist die absolute Hölle. Ja, man hat einfach keine Zeit mehr, kein Privatleben. Ja, bestanden habe ich leider auch nicht. Muss noch einmal hin. Eine Prüfung muss ich noch wiederholen. Aber ich bin erstmal froh, dass die Schule selber vorbei ist. Jetzt habe ich wesentlich mehr Zeit. Ja, ich will mal sowieso jetzt mehr Videos machen. Ja, das mit dem Schlossern, das ist eigentlich nur ein Hobby von mir. Ich habe zwischendurch auch nochmal als Landmaschinenschlosser, sage ich schon, als Metallbauer gearbeitet. Ja, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, aber ich habe in dem Berufszweig einfach absolut keine Zukunft. Ich meine, wenn ich dann irgendwann mal meine Meisterprüfung geschafft habe, sondern bin ich Elektromeister und arbeite in einer Metallbude. Das macht dann ja auch nicht so viel Sinn, ne? So, wir sind auch schon gleich da. Ich denke mal, eine Spraydose grüner Lack, der wird wohl ausreichen fürs Armaturenbrett. Moin. Ja. So, Lack ist gekauft. Fenngrün, eine Dose. Eigentlich kaufe ich gar nichts im Laden. Das Internet ist leider einfach zu billig. Ich weiß, dass es auch scheiße ist. Man macht den ganzen Einzelhandel damit kaputt. Aber ja, was soll man sagen? Es ist einfach zu billig im Internet und du hast eine viel, viel größere Auswahl. Wenn man weiß, was man haben will, ja, dann lohnt es sich einfach nicht, in den Laden zu gehen. Ich habe nur leider nicht dran gedacht. Muss jetzt doch einmal kurz zum Schmied fahren. So. Ich denke, warum ist die Karre so laut? Ich fahre die Karre ohne Auspuff. Habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Wer ein V8 fährt, der will den noch hören. Und wer Mercedes kauft, naja, ich weiß nicht. Ich glaube, die denken, ja, man fährt Mercedes, dann will man auch nichts davon hören. Man will ein fahrendes Sofa haben. Ja, aber wenn man sich einen 8-Zylinder holt, dann will man den auch gerne hören. Ja, aber es war auch nur ein Frustkauf. Das ist ein E430. Ich wollte eigentlich einen 124er haben. Oh, Traumauto E60 AMG, aber unbezahlbar. Geht in den sechsstelligen Bereich rein und es gibt auch kaum welche davon. Ich hatte nachgeguckt nach einem E500 und nach einem E36 AMG. Da war nur Schrott auf dem Markt. Bin vor allem bis nach Karlsruhe runtergefahren. 500 Kilometer ein Weg. Ja, aber ich habe nicht mal an der Tür geklingelt. Nur Schrott. Ja, und auf dem Rückweg, das hier war mein Frustkauf. Ich fahre jetzt mit dem Frustkauf auch schon seit über 5 Jahren durch die Gegend. Ich habe vor, mir noch einen CL600 zu holen. Aber ja, das Projekt, das bleibt jetzt auch erstmal wieder auf der Strecke, weil ich jetzt mir einen Resthof kaufe. Dann muss ich erstmal gucken, wie ich da mit dem Geld hantiere. Ja, wenn danach dann vielleicht nochmal ein bisschen Geld über ist, kann man sich da nochmal Gedanken drüber machen. Aber momentan werde ich die Karre wohl erstmal noch weiterfahren. Ja, aber ich fahre eh kaum Kilometer. Ich glaube 4000 Kilometer im Jahr, deswegen ist mir das auch scheißegal, was die Karre frisst. Also wenn ich damit jeden Tag zur Arbeit fahren müsste, ich würde mir wahrscheinlich einen Diesel holen. Oh, Feinstaub. Ja, nee, gut. Gehen wir wieder in eine Scheune und machen weiter, ne? So, ich habe jetzt das Armaturenbrett soweit fertig. Einmal alles geschliffen. So, jetzt spachtel ich das Ganze noch einmal. Da habe ich extra, den hatte ich noch rumstehen gehabt. Fokussieren. Da. So, Feinspachtel. So eine Masse. Da macht man noch härter zu, ein bisschen. Dann mixt man sich das einmal alles mit dem Spachtel an. Ja, und dann, dass wir die alten Schweißnähte noch eben kurz gespachtelt kriegen. Ja, und sieht das ja auch nicht aus. Zwar noch ein Trecker, aber ich will es dann auch schön haben. Man hat sich die Arbeit jetzt einmal gemacht. Ja, dann sehen wir uns gleich, wenn ich das Ganze gespachtelt habe. Und lackiere ich das schon gleich mit. Ja, sehen wir gleich. Ich habe jetzt das Armaturenbrett lackiert, also nicht lackiert, aber grundiert. Ja, es ist nicht ganz eben geworden. Das liegt daran, dass das Ganze sich verzogen hat. Beim Schweißen, als ich die Löcher zugeschweißt habe,
Ich habe das Ganze auf dem Amboss einmal wieder glatt gezogen. Also, ja, hundertprozentig gerade ist das Ganze nicht, aber ja, die Schweißkrater, die sind damit wieder zu. Und ja, ein kleiner Tipp noch vielleicht, also es ist ziemlich kalt und wenn ihr im Winter oder im Herbst lackieren wollt, das sind jetzt keine Tipps, um ein Auto zu lackieren. Aber ja, wie gesagt, es ist kein Auto, es ist immer auch irgendwo eine Baumaschine. Man kann das natürlich noch perfekter machen. Für mich reicht das hier. Und zwar die Spraydosen. Ich habe natürlich auch noch den Haftgrund da gehabt und ich lagere die ganzen Sachen in der Scheune. So, das heißt, die Spraydosen sind auch sehr kalt. Die packe ich einmal kurz ins Waschbecken mit heißem Wasser. Also nicht übertreiben, da steht ja auch extra drauf, nicht über 60 Grad lagern. Aber halt gut warmes Wasser. Oder anders gesagt, übertreibt es einfach nicht. Baut keine Scheiße. Ne? Also ich habe schon mal eine PU-Schaumflasche hochgehen sehen bei Übertemperatur. Das war damals in der Lehre. Ja, da kam dann im Winter auch nichts mehr raus. Und mein Geselle meinte, das dann mit einem Gasbrenner machen zu müssen. Die ist dann in die Luft geflogen. Deswegen, ich mache das ganz gerne mit warmem Wasser. Ja, und dann lässt sich der ganze Lack besser verarbeiten. Ja, ich würde sagen, das lassen wir jetzt noch einmal eben trocknen. Und ja, dann kann die grüne Farbe rauf. Das Armaturenbrett ist jetzt erstmal grün. Ist nicht perfekt geworden, aber ich denke mal, es reicht wohl erstmal. Ich will den ganzen Trecker eh noch einmal neu lackieren, aber das ist ja jetzt erstmal irrelevant. Ich denke mal, ich mache das im Zug mit der Kabine mit. Also jetzt ist erstmal das Wichtigste, dass er wieder TÜV kriegt, dass er angemeldet werden kann. Und ja, also wie gesagt, das ganze Lackieren, das mache ich irgendwann später im Zug mit der Kabine. Ja, da vorne steht sie. Ja, man darf da nicht zu nah rangehen. Also die kann ich ja einmal komplett zerpflücken und neu aufarbeiten. Ich habe sie mir gekauft, damit ich einmal ja quasi die Kabine einmal an sich habe. Die Türscharniere, dass man einmal den ganzen Aufbau hat. Oh, von oben geht es eigentlich noch. Dass ich quasi den Rahmen einmal habe und den, ja, den baue ich dann komplett neu auf. Ja, die ganzen Bleche, sowas zum Beispiel, das ist einfach alles durch. Auf der Seite genau das gleiche, da kann man so durchgucken. Aber man hat die ganzen Teile erstmal da. Das ist erstmal das Wichtigste, dass man da was draus machen kann. Ja, auch die ganzen Rahmenteile, was dazugehört, unten die Blechplatten, die Einstiegstritte, ja, dass man das einmal alles hat. Also da wird richtig, richtig viel Zeit noch bei drauf gehen. Ja, meine Forke, die hatte ich mir auch mal gebaut, habe ich auch noch nicht lackiert. Ja, es ist damit einmal alles zum Stillstand gekommen. Also, wie gesagt, Meisterschule, ja, macht's gerne, wenn ihr wollt. Aber Abendschule, das ist echt eine andere Hausnummer. Ja, da guckt mich noch so ein Kollege immer an. Ja, Polo G40. Den habe ich damals in eine Scheune geschoben und seitdem steht er da. Läuft leider auch nicht mehr. Der hat einen Kolbenfresser. 3 Tage vorm VW-Treffen. Ja, seitdem habe ich ihn dahingestellt und nie wieder angeguckt. Ersatzmotor, ich habe alles rumliegen. Ja, ich glaube, doch ein G40-Motor habe ich noch rumfliegen. Getriebe ist selten bei dem, aber müsste ich auch noch eins rumliegen haben. Na, ich glaube, wenn ich den Trecker zusammen habe, dann schiebe ich den mal raus. Ja, kann ich auch noch ein kurzes Video mal zu machen. Ja, ich würde auch sagen, das Video ist schon wieder lang genug. Ich lasse das jetzt erstmal trocknen und den Kabelbaum, den machen wir morgen neu. Dann baue ich die Armaturen einmal rein und dann kann ich das direkt alles binden. Vielleicht bereite ich das gleich noch vor. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Video.